Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns meinen Lesebüchermonat Dezember 2013 an, in dem ich 11 Bücher gelesen habe. Ja, mein Ziel war es ja, einige Weihnachts-Wintergeschichten zu lesen und das ist mir definitiv gelungen. Ich glaube, bis auf ein Weihnachtsbuch sind alle vom Sub befreit worden, was mich tatsächlich so ein bisschen stolz macht, dass ich das im Dezember wirklich so gut hinbekommen habe. Ein paar Winterbücher sind natürlich noch offen, ich glaube aber auch ein Winterbuch, ja, richtig, ist hier auf jeden Fall mit dabei gewesen. Das heißt, ja, im Januar und Februar wird jetzt natürlich auch noch ein bisschen winterlicher gelesen und die Bücher habe ich natürlich noch auf dem Schirm, aber der Dezember war definitiv sehr weihnachtslastig. Ja, 11 Bücher wurden gelesen. Es waren 5 echte Bücher, 4 E-Books und 2 Hörbücher und es wäre wahrscheinlich noch ein Buch oder ja, vielleicht sogar 2 dazu gekommen, wenn ich in der Vorweihnachtswoche nicht krank geworden wäre und ich da wirklich nur an einem Buddy Read sozusagen mehr oder weniger gelesen habe und ein bisschen Hörbuch gehört habe. Sonst wäre der Monat wahrscheinlich ein bisschen lesereicher geworden. Aber wenn man krank ist und wirklich da niederliegt, da guckt man auch einfach mal 2, 3 Weihnachtsfilme, an die man sich dann im Nachgang nicht mehr erinnert. Aber ja, ist gar nicht weiter schlimm. 11 Bücher bin ich vollkommen fein mit. Ich packe euch die 11 Bücher mit den Zeitstempeln unten in die Infobox. Schaut da super gerne vorbei, wenn ihr mehr Infos haben möchtet, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen rumskippen wollt. Also könnt ihr das gerne in der Infobox machen. Ich kennzeichne dort auch die Rezensionsexemplare und würde sagen, wir beginnen jetzt mit den Büchern. Das erste Buch ist tatsächlich ein sehr altes Rezensionsexemplar. Das habe ich tatsächlich noch 2022 erhalten und bin dann aber nicht mehr dazu gekommen, jenseits des Möglichen zu lesen. Dann war der Winter gefühlt auch irgendwie vorbei und ich habe es mir ja aber auf jetzt die Winterliste gesetzt und ja, hiermit ist es sozusagen gelesen. Das Buch ist von Nimsdai Puria, ein Mann, dessen Name wohl in der Bergsteigerszene schon ein Begriff ist. Und ich tatsächlich sehr gespannt auf seine Geschichte war, denn er hat die 14 Gipfel des Himalaya in einer Saison bestiegen. Und davon erzählt er uns in dieser Geschichte. Es gibt dazu auch eine Netflix-Dokumentation, die ich im Dezember mir dann auch angesehen habe und die tatsächlich sehr gut ergänzend zu dem Buch gepasst hat. Es gibt ein Vorwort von Reinhold Messner, was ich tatsächlich auch richtig gut fand, wie er das so ein bisschen in Relation setzt, wie er so ein bisschen seine eigene Erfahrung mit der von Nimsdai Puria zusammenbringt. Das fand ich richtig spannend erzählt. Ja, wir haben hier den Nepalesen, der eben ankündigt, dass er alle 14 8000er, es waren sogar 8000er, innerhalb eines Sommers, einer Saison sozusagen besteigen möchte. Es interessiert anfangs noch nicht sehr viele in der Szene, das heißt, man ja, glaubt ihm das nicht so ganz, kann sich das nicht vorstellen und so nach und nach zeigt sich aber, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dass er den Willen dazu hat und er erzählt uns in dem Buch eben auch von seiner Motivation, seinen Zielen, auch dieses Näherkommen der Ziele, diesen verschiedenen Besteigungen, diesen Bergen und was ihn hier im Grunde weitergetrieben hat. Und nach wird es eben konkreter. Und ja, die 14 Gipfel sozusagen ja, neigen sich dem Ende zu und dass er das in einem Sommer schafft. Es war eine sehr spannende und inspirierende Geschichte von einem Mann, der schon sehr authentisch erzählt hat, wie er im Grunde auch dazu gekommen ist, was ihn angetrieben hat, der trotz allem sehr bodenständig war und auch zu Teilen schon sehr bescheiden wirkte, auf was er eigentlich Großes hier erreicht hat. Natürlich ist das immer so in Anführungszusetzen, was ist wirklich groß, was ist eine Leistung, aber ich glaube, in diesen Bergsteigerriegen und in diesen Bergsteigergrüppchen ist, was er geschafft hat, schon etwas sehr, sehr Großes. Es hat unglaubliche Kraftbedarf, so wie ich das auch gelesen habe. Ich fand seine Motivation, die er immer wieder erzählt hat, wirklich sehr beeindruckend und ich glaube, man braucht auch dieses Ziel und die Motivation und immer wieder Impulse, dass man das schaffen möchte und schaffen kann. Und ich glaube, dieses Übermenschliche, was er hier gezeigt hat, hat jeder neue Gipfel hat ihn sozusagen gezeigt, ich kann es schaffen und das hat ihn motiviert, auch den nächsten zu besteigen, weil er irgendwie ja schon wusste, ich kann es schaffen und dann hat er es geschafft. Also ich glaube, dass hier Gedanken ganz viel dazu beigetragen haben, dass er diesen Weg gehen konnte. Und ich glaube, dass er wirklich eine starke Willenskraft bewiesen hat,
ohne irgendwie stur oder zu beharrlich zu sein. Allerdings muss ich schon sagen, dass ich die Kritik an seiner Person verstehe. Das findet man so ein bisschen hintergründig heraus, wenn man danach so ein bisschen recherchiert. Denn er soll wohl tatsächlich auch mit Helikoptern unterwegs gewesen sein und auch mit Sauerstoff gearbeitet haben, was ich jetzt per se gar nicht so verwerflich finde. Aber er das eben tatsächlich sehr wenig erzählt, zu welchen Hilfsmitteln er gegriffen hat. Und ich möchte auch sagen, dass natürlich das Umweltbewusstsein und gerade im Himalaya, und man hört es ja sehr viel auch schon vom Mount Everest, was da für ein Müll einfach liegt, dass man da sich fragen muss, ob das wirklich der Preis sozusagen dann das auch rechtfertigt. Er bleibt aber bei allem, was er erlebt und wie er ist, sehr bodenständig. Er bleibt sehr menschlich und das fand ich sehr sympathisch. Obwohl er natürlich wusste, dass seine Leistung nicht selbstverständlich ist, dass das nicht jeder einfach mal so macht und kaum getoppt werden kann. Trotzdem hatte ich beim Lesen immer den Eindruck, dass er sehr dankbar ist, sehr wertschätzend und ja auch wirklich hier so bei sich ge geblieben ist. Es war schon eine sehr spannende Erzählung aus dem Bergsteigen heraus, besonders was auch die Todeszonen anging. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr spannend. Man hat da oder ich schon auch öfter was dazu gelesen oder gesehen und ich glaube, das ist auch vielen, ohne dass man zu tief in dem Thema drin ist, sehr bekannt, was die Todeszone oder Ähnlichem angeht und das finde ich tatsächlich spannend, da so aus erster Hand dann auch was zu lesen. Die Darstellung und der Rettung der indischen Bergsteigerin, die hier erzählt wird, war wohl nicht ganz so wie dargestellt und so zweifle ich manchmal an den Worten von Nimsdhar Puria und ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn sich hintergründig dann eben doch so ein bisschen kritische Stimmen zu Erzählungen, die ja eigene Erzählungen sind, aufmachen. Fände ich persönlich einfach sehr unnötig und schade, weil das so einen Schatten auf seine Leistung eigentlich liegt. Und ob er das wirklich so nötig hatte, ja, das weiß ich nicht. Alles in allem wirklich ein spannendes und inspirierendes Buch, was ich gerne gelesen habe und was so den Start in den Winter wunderbar begleitet hat. Nummer 2 startet jetzt mit der Weihnachtszeit und zwar Weihnachtskatzen von Gesine Dammel. Ein Buch, was ich letztes Jahr im Januar dann auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und dann eben gesagt, es muss Weihnachten unbedingt gelesen werden. Wir haben hier 13 Geschichten enthalten, die sich rund um Weihnachten und Katzen drehen. Wer hätte hier etwas anderes erwartet? Wir haben tatsächlich ein paar Autorinnen-Namen, die mir auch was gesagt haben. Zum Beispiel Christiane Lind und auch Tanja Dückers. Und ich gucke gerade, wo ist mein Zettel hier drin? Genau, und das waren so zwei Autorinnen, die für mir vom Namen durchaus auch was gesagt haben. Ja, alles in allem kann ich sagen, dass es ganz süße Geschichten waren, die mich gut ja, an einem Nachmittag unterhalten haben. Ich glaube, so an ein, zwei Nachmittagen habe ich das dann auch gelesen. Wer Katzen liebt, wer gerne Tiergeschichten liest und natürlich auch einfach Weihnachten zelebrieren möchte, der macht mit diesem Buch absolut nichts falsch. Es sind ganz unterschiedliche Geschichten, die sich eben mit Weihnachten und Katzen auch beschäftigen. Ich fand es sprachlich sehr leicht. Man merkt auch so ein bisschen den Zusammenhang natürlich der Geschichten, aber eben auch einfach die unterschiedlichen Stile der Autorinnen. Das gefiel mir tatsächlich richtig gut. So war das sehr kurzweilig. Man ist so von einer Geschichte in die andere gekommen und man hat sich da so schön weihnachtlich einmuckeln können, wie man sagt. Und es war sehr gemütlich, es war entspannend und es war einfach schön. Also es ist tatsächlich schwierig, irgendwie sowas zu den einzelnen Geschichten zu erzählen. Die Kurzgeschichten, ja, ich habe immer so mein Problem mit kurzen Geschichten, und das hatte ich natürlich auch hier, denn mir waren die Kurzgeschichten einfach zu kurz. Es gibt somit wenig Bindung, wenig Emotionen. Und man kommt da nicht so richtig rein in diese Geschichte, nicht so richtig nah ran an die Charaktere, an die Geschehnisse und man ist sehr schnell wieder raus. Und ach, das finde ich natürlich einfach immer schade. Das ist halt einfach so der Nachteil an Kurzgeschichten, weswegen ich ja auch sehr selten eigentlich Kurzgeschichten lese. Beweist sich dann an einem anderen Buch noch in diesem Monat. Aber das Buch im Gesamten hat mich gut unterhalten und hat mir zwei wunderbare Nachmittage beschert und ja, hat mir gut gefallen und ist definitiv, würde ich sagen, so eine Geschenkempfehlung an Menschen, die eben ja, Katzen, Tierfreunde sind und eben auch gerne zur Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen was in diese Richtung lesen möchten. Und
und da dann auch ihre Freude mit haben. Das dritte Buch ist dann das Hörbuch von Anfang Dezember, auch sehr weihnachtlich, Lakritz in Lappland von Susanne Finken. Bin ich drüber gestolpert, weil es im Audible-Abo direkt enthalten war. Das heißt, man keinen Gutschein dafür aufbringen musste, sondern einfach diese Kinder-Weihnachtsgeschichte hören konnte. Es gibt verschiedene Sprecher. Wir haben hier so eine Art Hörspiel, unter anderem zum Beispiel Rufus Beck, Christoph Maria Herbst. Und das sind nur zwei der vielen tollen Stimmen, die hier den Charakteren auch ihre Stimme sozusagen verleihen. Ja, wir treffen auf Bruno, der eigentlich ein ganz normaler Junge ist, der allerdings überhaupt kein Weihnachtsfreund ist und von sich sogar sagt, dass er Weihnachten hasst. Sein Vater Christian ist zu dieser Zeit immer besonders beschäftigt und so wurde tatsächlich in der Familie noch nie Plätzchen gebacken, noch nie so richtig feierlich dekoriert, noch nicht so richtig Weihnachten gefeiert. Und das ist eben auch der Grund, warum Bruno Weihnachten hasst. Doch eines Tages lernt er Belana kennen, die ihm dann eben erzählt, dass ihre Mutter und sein Vater sich aus der Kindheit kennen, dass sie da befreundet waren, dass sie immer zur Weihnachtsparty des Weihnachtsmanns eingeladen waren. Und Bruno wird hier hellhörig, kann er doch gar nicht so richtig an den Weihnachtsmann glauben und erfährt dann aber, dass Christian, sein Vater, der Sohn des Weihnachtsmanns ist und er so dann auch der Enkel des Weihnachtsmanns, was er gar nicht glauben kann und er so im Grunde das Familiengeheimnis ja im Grunde aufdecken möchte und dem nachgehen möchte. Es war tatsächlich eine ganz süße Weihnachtsgeschichte. Ich finde, die ist für die ganze Familie, für jung, für alt. Ich glaube, das kann man auch wirklich schon mit sehr jungen Kindern anhören. Wir haben ganz tolle Sprecher und wirklich eine schöne Handlung. Allerdings war sie an mancher Stelle auch sehr absurd. Das muss ich auch einfach sagen. Selbst wenn ich da alle Augen irgendwie zudrücke und sage, ja, es ist irgendwie eine weihnachtliche Kindermärchengeschichte, finde ich auch, dass man Kindern solche Absurditäten wahrscheinlich gar nicht so unterjubeln kann. Der Schreibstil gefiel mir in der Hörversion sehr gut. Er war locker, leicht. Ich fand ihn durchaus eben auch kind-, familiengerecht, sodass die ganze Familie wirklich auch einfach dem Hörbuch folgen könnte. Ich fand die bekannten Sprecher, dass die wirklich einen sehr guten Job gemacht haben und so auch wirklich durch das Hörspiel eine sehr kurzweilige Unterhaltung aufgekommen ist. Man erfährt einiges über weihnachtliche Bräuche, das fand ich richtig, richtig toll. Man lernt also auch ein bisschen was dazu und was allerdings so ein bisschen negativ war, ist, dass sich irgendwann alle Ereignisse zu überschlagen anfangen und es passiert einfach in kurzer Zeit viel zu viel, sodass man einfach denkt, oh Gott, wann wird es denn jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger? Ich bin nicht ganz warm geworden mit den Charakteren. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu analysieren, weiß aber tatsächlich nicht so richtig, woran es lag. Ich fand sie das ein oder andere Mal schon sehr nervig, auch sehr distanziert von der Erzählung. So mancher Dialog wirkte nicht ganz so authentisch, realistisch. Und ich glaube einfach so diese Nervigkeit von manchen Charakteren, die hat so ein bisschen dazu geführt, dass das nicht ganz so meine Geschichte wurde. Auch der Humor ist durchaus sehr speziell und traf nicht immer, ja, so mein Lachniveau, beziehungsweise fand ich es dann eben an mancher Stelle, wenn so verschiedene Story-Wendungen aufgetreten sind, auch einfach sehr absurd. Vielleicht stört mich das aber auch nur als Erwachsener und als Kind wäre ich da vielleicht entspannter, lustiger, hätte es vielleicht auch tatsächlich gut gefunden. Das kann ich einfach schwer beurteilen, aber alles in allem war es eine schöne Unterhaltung. Und ich würde sie definitiv Familien auch mit jüngeren Kindern empfehlen. Und ich glaube, dass die definitiv viel Spaß haben mit diesen ganzen Weihnachtsgeheimnissen, mit den Weihnachtsbräuchen und dass man eben hier den Enkel des Weihnachtsmanns trifft und ja hier ein bisschen so seine Geschichte, seine Gedanken miterlebt. Aber ja, es war zum Hören ganz okay, so für mich. Ich glaube, für Familien ist es wahrscheinlich die perfektere Geschichte, gerade wenn Kinder involviert sind, die da doch ein bisschen tiefer in diesem Weihnachtsgedankenspiel irgendwie mit dabei sind. Das vierte Buch, ja, es ist weiter Weihnachten und zwar von Sheen Melzer habe ich gelesen, das Fest der Liebe. Das ist auf Empfehlung von der lieben Becky im letzten Jahr, also 2022, bei mir eingezogen und stand jetzt eben auch auf meiner Weihnachtsleseliste. Wir treffen hier die jüdische Autorin Rachel Rubinstein Goldblatt und ja, den Namen haben wir aufgeschrieben, die allerdings unter dem Pseudonym Margot Cross Weihnachtsromane schreibt. Und
Das klingt natürlich jetzt schon nach einer verzwickten Situation, wenn man eben eine Frau jüdischen Glaubens ist, wie man hier eben die Weihnachtsgeschichte sozusagen erzählen kann, auch wenn natürlich das Christentum irgendwie auf dem Judentum auftaut, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Ja, in ihrem Umfeld weiß das allerdings niemand, vor allem nicht ihre jüdische Familie, denn ihr Vater ist der berühmteste Rabbi in New York City und das käme natürlich gar nicht gut, wenn da bekannt würde, was die Tochter hier für Bücher schreibt. So führt sie eben ein Doppelleben, in dem sie sowohl Chanukka als auch Weihnachten feiert und beides im Grunde auch sehr gerne feiert und ja, sich in beiden Feierlichkeiten auch irgendwie wohlfühlt. Um ja, weiter schreiben zu können, muss sie jetzt allerdings auf eine etwas größere Chanukka-Party der Stadt und braucht dafür auch dringend eine Karte. Diese Party ist aber doch sehr ausgebucht und schon voll besetzt und zudem wird sie auch von ihrem früheren ja, Erzfeind aus Kindertagen, Jacko, veranstaltet und ja, da muss sie jetzt so ein bisschen anfangen, ihren Charme spielen zu lassen. Es war eine ganz schöne Geschichte für die Vorweihnachtszeit, auch wenn Weihnachten definitiv eher hintergründig eine Rolle gespielt hat. Es war schon locker und es war leicht, aber man hat sehr schnell geahnt, in welche Richtung es geht und dann waren eben kaum Überraschungen mehr da. Der Stil war wirklich ganz schön. Ich hätte mir ein bisschen mehr Überraschungen, ein bisschen mehr speziellere Wendungen gewünscht. Es war schon sehr, sehr vorhersehbar. Und auch wenn natürlich in Liebesgeschichten und so immer auch der Weg das Ziel ist, weil man natürlich schon irgendwie ahnt, es gibt ein Happy End, fand ich hier den Weg doch ein bisschen sehr banal und ein bisschen ja, langweilig, wenn man das so sagen kann. Es war schon unterhaltsam, aber es ist doch eher eine klassische Liebesgeschichte, die in der Weihnachtszeit spielt, als dass eben Weihnachten den Fokus einnimmt. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich natürlich auch in Weihnachtsstimmung kommen wollte. Mir gefiel es sehr gut, dass wir sehr viel über Chanukka erfahren haben. Da war ich zwar schon mal so ein bisschen ja, im Recherchieren und Ähnlichem vor Jahren mal drin, habe da auch so, würde ich sagen, so ein gewisses Grundwissen, aber ich fand es sehr schön, wie uns hier eben über das Lichterfest viel erzählt wurde, was das für ein hoher Feiertag ist und wie diese Wochen auch zelebriert werden. Und es war richtig toll dargestellt und erklärt. Das fand ich richtig toll. Und das war schon mal etwas anderes als zu vielen anderen Weihnachtsbüchern. Gerade eben, weil wir hier auch einfach mal so ein bisschen das Weihnachtsfest aus einem anderen Blickwinkel erfahren. Und auch wenn natürlich sonst die Themen sehr ähnlich sind, fand ich es schön, dass man hier so ein bisschen auf diese Bräuche und so eingegangen ist, was ja sonst oft in Weihnachtsbüchern fehlt. Die Charaktere blieben für mich leider doch sehr blass. Man kommt nicht so richtig nah an sie heran und es wirkt auch schon ja, sehr stark nach Klischee, die einfach bedient werden wollten, sollten und dann auch wurden. Und ich bin nicht so der größte Fan von zu vielen Klischees. So kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass jüdische Eltern ihren Kindern Weihnachten verbieten würden. Das war etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, denn ich kenne im Umfeld durchaus tolerante Menschen, egal ob es Menschen jüdischen Glaubens oder muslimischen Glaubens sind, die ihren Kindern durchaus auch Weihnachten erzählen und etwas damit auch ja, einfach in die Feierlichkeit mit hineingehen, die natürlich erklären, was der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben ist und ihrem Glauben, aber wo dann eben trotzdem vielleicht ein Weihnachtsbaum steht oder man mit dem Kind auch einfach mal Weihnachtsplätzchen backt oder das Kind vielleicht doch ein Weihnachtsgeschenk bekommt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nur sehr tolerante Freunde habe oder Bekannte, aber dass wirklich hier so ein ganz striktes Weihnachtsfestverbot herrscht, das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, weil Interesse ist auf jeden Fall bei Kindern immer da, geht ja auch in andere Richtungen. Ich fand damals auch das Zuckerfest, als das so bei uns in der Schule aufkam, super spannend und durfte dann auch bei einer Freundin als Kind, vielleicht 10, 11, einfach mal mitgehen und mitmachen und durfte das erleben. Und ich glaube, dass man nur so auch tolerante Kinder sozusagen eigentlich heranzieht, indem man selbst eben als Erwachsener offen für diese Dinge bleibt. Sonst war die Geschichte schon eher religionsverbindend als trennend, aber auch hier hat man einfach so ein bisschen dieses Klischee gehabt von den etwas strengeren jüdischen Familien und diesen etwas offeneren Christen und ich glaube einfach nicht, dass dieses Klischee so stimmig ist und so passt. Also alles in allem eine schöne Liebesgeschichte. Ich hätte mir hier einfach ein bisschen mehr Weihnachten und gerne auch ein bisschen mehr Chanukka gewünscht
und einfach ein bisschen mehr Stimmung, die aufkommt. Und auch von New York City hat man nicht so viel gefühlt mitbekommen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber so für zwischendurch war es eine ganz gute Unterhaltung. Beim fünften Buch wurde es dann definitiv noch weihnachtlicher. Und zwar Die Zeit der Weihnachtsschwestern von Sarah Morgan. Eine Freundin hat von der Autorin geschwärmt und es sind, glaube ich, insgesamt 3 Bücher von der Autorin dann bei mir eingezogen. 1 ist gelesen, das ist Nummer 2 und das dritte Buch liegt noch auf dem Sub. Bin ich aber auch schon sehr gespannt. Spielt, glaube ich, in Manhattan und klingt für mich eher nach einem Frühling-Sommer-Buch. Ja, wir treffen hier auf die Schwestern Posey, Beth und Hannah, die alle 3 sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Sie erlebten vor vielen Jahren ein schlimmes Unglück, was sie alle 3 sehr unterschiedlich verarbeitet haben, auch damit umgegangen sind und es dann auch gemeistert haben. Beth und Hannah sind noch in der Heimat. Beth ist mittlerweile Mutter und Hausfrau und möchte auch endlich wieder in ihren alten Job arbeiten. Dies führt allerdings zu einem etwas größeren Streit mit ihrem Mann. Hannah ist mit ihrem Leben nicht ganz so zufrieden, obwohl sie einen tollen Job hat, in dem sie auch erfolgreich ist. Fehlt ihr im Privatleben doch so ein bisschen was, hat sie einige Baustellen und wünscht sich auch mehr Freunde, aber ja, sie hat doch eine große Mauer um ihr Herz aufgemacht, was gar nicht so einfach ist, da sich für Beziehungen zu öffnen. Und Posey lebt in den schottischen Highlands bei ihren Eltern und unterstützt auch ihre Mutter Susanna im Café, was sehr gut bei den Einheimischen und Touristen ankommt. Und sie selbst möchte aber eigentlich die Welt kennenlernen und reisen und möchte unterwegs sein, möchte aber auch einfach nicht ihre Eltern irgendwie enttäuschen und undankbar sein. Und das sind so ein bisschen die Konflikte der 3 Schwestern. Leider stehen sich die 3 nicht mehr so nahe und reisen dann allerdings auf Wunsch von Susanna zu Weihnachten nach Schottland. Und da diese eben auch alle 3 nochmal ein schönes und gemütliches Fest bieten möchte. Doch die Zeit ist immer etwas schwierig, also rund um Weihnachten, da sich eben das Unglück ereignet hat in dieser Zeit und es jetzt eben auch 20 Jahre her ist. Es ist ein wunderschöner Familien-Weihnachtsgeschichtsroman in den schottischen Highlands, der sowohl einen Blick in der Gegenwart bereithält, als dann eben auch in die Vergangenheit und natürlich auch ein bisschen Romantik bereithält. Mir hat das Stil von Sarah Morgan sehr gut gefallen. Besonders die 3 Perspektiven der Schwestern, die fand ich sehr abwechslungsreich geschrieben und man konnte so eben auch den Charakteren sehr, sehr nahe kommen, Gedanken und Gefühle miterleben, nachvollziehen und das hat mir wahnsinnig gut gefallen und auch, dass diese Schwestern wirklich unterschiedlich sind und man so eben auch unterschiedlich etwas mitnimmt und nachvollziehen kann. Es gibt auch einen Rückblick in die Vergangenheit durch die Sicht von Susanna, was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, weil wir hier natürlich eine etwas erwachsenere Perspektive haben und der Blick in die Vergangenheit uns eben auch hilft, in der Gegenwart einiges besser zu verstehen. Man kann sich die Highlands wirklich wahnsinnig gut vorstellen. Und auch das Café mit all den leckeren Köstlichkeiten wird toll gezeigt und das hat mir einfach wahnsinnige Freude bereitet, das in der Winter-Weihnachtszeit zu erleben. Das weihnachtliche Feeling kam definitiv sehr gut rüber, auch der Winter und die Erzählungen darüber haben mir richtig gut gefallen und natürlich auch die Brise Romantik, die aufkommt, die fand ich sehr passend, sehr schön, nicht zu schnell. Und hat mir einfach richtig gut gefallen. Ich mochte die Schwestern sehr gerne und mit ihren Gedanken und den Gefühlen durch die Perspektive konnte man sich da wirklich gut einfühlen. Und so unterschiedlich die Schwestern sind, so unterschiedlich ihre Gedanken, Probleme, Lebensarten sind, man kommt allen doch sehr nahe und das fand ich sehr, sehr gut gelöst und sehr gut gemacht. Auch die Nebencharaktere fand ich gut beschrieben und alle haben wirklich gute Entwicklungen während der Geschichte gemacht und das ist wirklich schön zu beobachten, wie sich die Schwestern verändern, wie sie die Vergangenheit annehmen, der Blick in die Vergangenheit durch Susanna und auch sie selbst als Charakter, richtig, richtig toll. Das Rätsel der Vergangenheit wurde mir allerdings zu spät und auch fast zu schnell
aufgelöst. Das hätte ich mir tatsächlich schon ein bisschen früher gewünscht, zumindest so ein paar Andeutungen, dass man vielleicht früher schon so ein bisschen miträtseln kann. Aber alles in allem war das Buch wirklich sehr schön, hatte wirklich viel Winter-Weihnachtsfeeling und wer einfach mal in die Highlands möchte und so ein bisschen auch eine Familiengeschichte lesen möchte, der ist hier absolut richtig. Und jetzt kommen wir mit dem sechsten Buch wohl zu meinem Weihnachtsbuch Highlight des Monats, und zwar das wunderbare Weihnachtshotel von Karen Schaller, das ich im Bücherschrank gefunden hatte. Habe ich, glaube ich, in meinem Oktober- oder November-Vlog gezeigt und es dann auch mit einer Freundin zusammen gelesen habe. Ja, wir treffen auf Hayley, die möchte unbedingt Partner in der Werbeagentur werden, in der sie auch arbeitet. Sie ist da sehr erfolgreich und wirklich der totale Workaholic. Allerdings sieht ihr Chef sie nicht bei einem Großauftrag als Vorstellerin, als Mitpräsentantin, denn sie mag kein Weihnachten. Es scheint für sie zu sein, dass sie Weihnachten hasst und es aber hier um einen Weihnachtsauftrag für einen Kunden geht und er einfach der Meinung ist, das passt nicht zu ihr. Denn ja, Hayley steht nicht so ganz aufs Feiern und schon gar nicht auf Freizeit. Selbst wenn sie die Tage rund um Weihnachten mit ihren Eltern in der Karibik verbringt, sitzt sie doch mehr an ihrem Laptop als mit ihrer Familie zusammen am Strand. Ihre Eltern finden das so okay, ihr Chef ist davon aber nicht so angetan, denn der möchte ihr jetzt eine Chance geben und schickt sie eben in ein Weihnachtshotel, in ein Christmas Camp, und sie soll dort eben mitmachen und sich so ein bisschen der Weihnachtsstimmung öffnen und dadurch eben vielleicht auch Motivation und Inspiration finden für diesen Auftrag. Ja, und dort ein bisschen krummelig angekommen, fällt es Hayley sehr schwer abzuschalten, sich den ganzen Weihnachtsbräuchen auch zu öffnen, die Weihnachtsstimmung mitzunehmen, doch der Betreiber Ben und sein Sohn Jeff und auch die anderen Gäste, ja, machen ihr das Leben doch sehr leicht und versuchen sie da ein bisschen mitzuziehen. Und ich fand es wirklich eine wunderbare Weihnachtsgeschichte mit ganz viel Kitsch und Schnee und Traditionen und Bräuchen und Ideen für die Vorweihnachtszeit, und der Hund Max war mein Highlight. Das kann man einfach so sagen, der war so toll dargestellt und auch die Verbindung der Menschen zu diesem Hund, das hat mir richtig, richtig gut gefallen, und Max war definitiv mein Highlight. Auch der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen, er war locker, leicht, sehr bildhaft. Und ich fand besonders auch, wie auf das Miteinander eingegangen wurde. Das wurde hier richtig schön beschrieben. Ich fand, dass das Hotel toll gezeichnet wurde, dass man sich diesen Ort so vorstellen konnte. Die Liste, die es irgendwie abzuarbeiten gilt, von Plätzchen backen, Weihnachtsbaum schmücken, dass man eine Schneeballschlacht macht, einen Schneemann baut und so weiter. Und ich fand das richtig schön. Ich mochte die Umgebung des Weihnachtshotels, gerade dann bei den Winterspaziergängen. Und ich mochte einfach die Menschen, die dort waren, ihre Beziehungen, ihr Miteinander. Die kleinen Probleme zwischen Ben und Jeff, aber natürlich auch Hayley und ja, ihren ganzen Workaholic-Dasein und dann natürlich auch ein bisschen, was sich zwischen Jeff und Hayley anspinnt. Es gibt viel, viel, viel Schnee, super viele Leckereien und auch, ja, wirklich besonders hervorheben möchte ich das Miteinander der Gäste und natürlich auch des Betreibers mit seinem Sohn und alles miteinander. Ich fand das so schön, so herzlich, so warm, und ich fand wirklich, dass es den Geist von Weihnachten richtig gut eingefangen hat, und das hat mir super gut gefallen. Einen Abzug gibt es für Hayley, die ich wirklich sehr schwierig fand, die es mir nicht leicht gemacht hat, sie in dieser Geschichte gut zu finden. Ich fand sie sehr anstrengend, nicht nur ihr Workaholic-Dasein, auch ihr Umgang mit den Eltern, ihre Undankbarkeit, ihre Lügengeschichten. Ich fand ihr Verhalten tatsächlich nicht so richtig gut. Natürlich glaube ich schon, dass wir sie gar nicht so mögen sollen, sondern sie dann erst, wenn sie eben gegen Ende irgendwie Einsichten hat, dann vielleicht sympathischer finden. Aber ich fand, ist schon ein bisschen schwierig, gerade wenn sie dann lügt, und das hat mich da einfach ein paar Mal zu viel gestört. Dafür, ja, fand ich einfach den Hund Max toll und würde sagen, ja, wirklich so mein Weihnachtsgeschichts-Highlight in diesem Jahr, hat mir super gut gefallen und bin ich sehr froh, dass ich es auch zusammen mit einer lieben Freundin gelesen habe und wir so gemeinsam, ja, die Weihnachtsgeschichte erlebt haben. Hat mir richtig gut gefallen und würde ich wirklich sagen, wenn ihr ein Weihnachtsbuch lesen wollt, vielleicht jetzt dann in diesem Jahr, dann greift gerne zu Das Wunderbare Weihnachtshotel.
Weihnachtlich geht es auch mit dem 7. Buch weiter, was ich die ersten 3 Wochen sozusagen im Dezember gelesen habe, nämlich December Dreams, ein Adventskalender mit 24 Love Stories und einem Silvester Special. Und ich wollte diese Art von Adventskalender einfach gerne lesen. Wo habe ich den Zettel? Ach, den habe ich daneben schon hingelegt. Und habe hier natürlich auch ein bisschen die Sterne vermerkt, die ich den Geschichten gegeben habe. Also ich muss sagen, dass der Titel nicht ganz stimmt. Es sind nicht 24 Love Stories, sondern 13 Geschichten, denn die meisten Geschichten wurden über 2 Tage erzählt und ich finde das durchaus irreführend, weil ich tatsächlich ein Problem hatte, nach 7 Seiten aufzuhören und zu wissen, morgen kommen nochmal 7 Seiten und dann ist die Geschichte beendet. Das fand ich sehr schade, weil ich mir tatsächlich gewünscht hätte, dass es wirklich 24 plus Silvestergeschichte sind. So habe ich halt oft an einem Tag den vorherigen Tag gelesen und den heutigen Tag und habe so eben, ich glaube, mir selbst so eine kleine Liste gemacht. Also zum Beispiel Geschichte 1 gegenüber 1 und 2, ich weiß gar nicht, die 7. Geschichte war an einem Tag die 16. und dann glaube ich 22, 23, 24, ja. Also insgesamt waren es 15 Geschichten und ich war tatsächlich nicht ganz so happy damit. Es waren nur wenig Weihnachtsgeschichten und ja, jetzt heißt das Buch nicht Weihnachtsdreams, Christmasdreams, sondern Decemberdreams, aber ich bezweifle, dass die Geschichten irgendwie auch im Dezember gespielt haben. Also es waren manchmal einfach nur Liebesgeschichten ohne Bezug zu Weihnachten, zu Winterzeit. Es war so gefühlt einfach eine Sammlung von Geschichten und ja, die Geschichten waren irgendwie okay. Aber was will man auch auf 10, 11 Seiten erzählen? Ja, wenn eine Geschichte 2 Tage hatte, waren wir vielleicht, wenn es gut lief, bei 20, 22 Seiten. Also mir war es zu wenig Weihnachten, zu wenig Romantik, es kam für mich nichts in dieser kurzen Zeit irgendwie auf und das meinte ich vorhin mit den Kurzgeschichten, dass das einfach nicht meins ist. Also das ist einfach mein Problem, das habe ich hier auch festgestellt, mir ist das zu kurz, ich kann keine emotionale Bindung aufbauen, ich kann nicht mit den Charakteren mitgehen, es ist sehr oberflächlich, es ist sehr schnell erzählt. Und ich habe dann im Nachgang, als ich da auch mal so ein paar Rezensionen gelesen habe, eben auch gesehen, dass viele Geschichten irgendwie in die Universen der Autorinnen, Autoren gepasst haben. Also dass das so eine Zugabe war, finde ich natürlich auch schwierig, wenn ich die Geschichten der Autoren gar nicht kenne. Also es waren ein paar schöne dabei. Ich glaube, ich habe aber keine 5 Sterne vergeben. Ich glaube, ein Highlight waren immer nur 4 Sterne dabei, also sozusagen 10 und 11, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so finde, von Manie Schäfers, You Make Me Sing, war über 2 Tage, hatte 4 Sterne, Buchgeschichte 14, war Kiss Me Santa von Stella Tuck, die war wirklich richtig, richtig schön. Und dann war auch noch Tag 19 für mich ein Highlight. Das hätte ich natürlich ein bisschen mir was reinmachen können. Und zwar von Stephanie Lasthaus, Touch of Snow. Die war auch sehr schön weihnachtlich und winterlich. Ich muss sagen, ich kann es tatsächlich nicht empfehlen. Ich fand es ganz okay, mehr aber halt auch nicht. Und wenn halt das ein Adventskalender ist, erwarte ich auch einfach 24 Geschichten, die irgendwas mit Winter, Weihnachten zu tun haben. Vielleicht auch irgendwie so einen roten Faden haben. Aber ach, das war irgendwie nichts. Also ja, ich wollte mir ja die neue Version, es gibt ja glaube ich von diesem Jahr auch irgendwas mit 24, mir holen. Aber ich bin ganz froh, dass ich das dann nicht gemacht habe, muss ich tatsächlich auch ehrlich sagen. Es gibt noch Christmas Kisses, das ist glaube ich 22 erschienen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt 23 hieß. Aber ja, ich werde glaube ich zukünftig davon eher die Finger lassen. Und man merkt, dass ich hochmotiviert weihnachtlich unterwegs war, denn ich habe auch mit dem 8. Buch eine Weihnachts-Wintergeschichte gelesen. Und zwar von Kara Lindon, Cornwall Liebe in der kleinen Buchhandlung, ist der 4. Teil der Sehnsucht nach Cornwall Reihe, die ich bisher ja super, super gerne gelesen habe. Und ich habe jetzt noch diese kleine Kurzgeschichte hier mit dem Porthlins 11, was mir die Autorin ja liebenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Und die möchte ich jetzt auch im Januar auf jeden Fall noch lesen. Die anderen Geschichten spielen ja alle auch in diesem kleinen Städtchen in Porthlim. Man könnte die Bücher durchaus getrennt voneinander lesen. Sie haben nur sehr losen Bezug zueinander, aber es macht natürlich schon mehr Spaß, wenn man sie von vorne liest. Aber sollte euch die Buchhandlung jetzt zum Beispiel interessieren, kann man die ohne Vorwissen auch einfach lesen. Ja, Hannah bekommt von ihrem Chef den Auftrag, nach Porthlim zu reisen und den unabhängigen Buchladen vor Ort unter die Lupe zu nehmen. Ethan
Nüchtern ist der Besitzer und ja, der Chef von Hannah möchte den Laden unbedingt übernehmen, beziehungsweise mit seiner Kette auch irgendwie erweitern. Und er hat da so ein paar Ziele und Ideen und möchte eigentlich alles Unabhängige irgendwie platt machen. Und so fordert er von Hannah, dass sie da jetzt hinreist, sich da vorstellt, dort am besten arbeitet und dann eben Zahlen, Daten und Fakten liefert. Ja, Hannah lässt sich darauf ein und lässt sich auch von Ethan anstellen und ja, findet dann so ein bisschen in dieses kleine Städtchen Leben, findet auf einmal alle super sympathisch, mag die Struktur des Ladens, ist da Fan von den Ideen, die eben Ethan hat, also das ist keine Bestseller groß bei ihm in den Laden schaffen, außer sie werden eben ja im Grunde dort auch angefordert. Er ist selbst halbtags sozusagen Anwalt, denn der Laden trägt sich eben nicht komplett von alleine. Und ja, beide haben recht schnell einen guten Draht zueinander und Hannah ist natürlich schon an ihrem Auftrag irgendwie interessiert, hinter die Buchhandlung sozusagen zu gucken, aber bringt sich durchaus auch ein. Also es gibt einige Veränderungen, was die Deko angeht. Oder auch mal Veranstaltungen. Und gleichzeitig wird sie natürlich auch von dieser ganzen Gemeinde sehr liebevoll aufgenommen. Sie erhält Unterstützung und wir erleben da dann eben auch die Nebencharaktere, die wir aus den anderen Geschichten schon kennen. Und man merkt so ein bisschen schon, wie leidenschaftlich Ethan beim Buchgeschäft dabei ist, wie sehr ihm Geschichten etwas bedeuten und welche Ansichten er eben auch hat, die ich nicht unbedingt alle gut finde, aber nachvollziehbar. Das hat Kara Lindon auf jeden Fall geschafft. Jetzt sind wir natürlich auch mitten in der Weihnachtszeit und das spüren wir. Also Portland taucht ein in wunderbarer Weihnachtsdekoration und eben auch die Buchhandlung muss jetzt natürlich ein bisschen mitgehen. Und ja, Hannah und Ethan kommen sich natürlich ein bisschen näher. Hannah vergisst aber nicht ihren Auftrag und ihr Chef erinnert sie auch zu häufig daran und das führt natürlich irgendwie dann auch zu Konflikten. Ja, mich hat auch der vierte Band ganz wunderbar unterhalten und ich fand hier auch wieder die Mischung aus Liebe zu Büchern, zu Cornwall und eben auch zu den Tieren wieder richtig spürbar. Auf jeder Seite merken wir diese Liebe zum Detail, diese Liebe zu diesen wunderbaren, gemütlichen Dingen und das hat Kara Lindon für mich hier auch wieder perfekt gemacht. Ich mag die Gemütlichkeit, die Geschichten ausstrahlen. Ich fand aber auch den modernen und bildhaften Stil von Kara Lindon richtig gerne, richtig gut. Ich konnte mich da so richtig mit hineinfallen lassen. Wir sind in Cornwall, wir sind in diesem Städtchen und ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch weitere Bücher von ihr gibt. Ich habe zwei Bücher weiter, glaube ich, noch was von ihr gelesen unter ihrem richtigen Namen. Aber ich hoffe, dass sie ja in dieser Richtung auch noch mal was weiterschreibt. Ich weiß, dass es nicht mehr in den Cornwall geht, hoffe aber, dass wir so ein bisschen in dieser Gemütlichkeitsrichtung bleiben. Das Städtchen und seine Bewohner waren auch hier richtig toll gezeichnet und ich mag einfach so diese Langsamkeit, die dort herrscht, die ausgestrahlt wird. Ich mag diese feine Brise, Spannung und eben auch das Unvorhergesehene gefiel mir richtig gut und das war für so einen gemütlichen Wohlfühlroman mit Weihnachtsstimmung auch einfach richtig, richtig toll. Die Tierliebe in diesem Städtchen ist immer wieder wunderbar spürbar, egal ob es sich dabei um die Katzen handelt, um Pferde oder Hunde. Ich mag das einfach super, super gerne und auch hier hat man ein Herz für Streuner und das fand ich einfach richtig toll gezeichnet. Mit Hannah wurde ich allerdings nicht ganz warm und ich muss auch sagen, ich glaube, es liegt so ein bisschen auch an der Rolle, die sie anfangs spielt, also dass sie eigentlich hier reinkommt, spionieren möchte und dann natürlich eine Wendung vor sich nimmt, aber auch mit dieser Wendung und diesen ehrlichen Gefühlen, die sie dann entwickelt, ich fand das ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass sie früher die Wahrheit erzählt, dass sie früher allen rein Wein einschenkt und sich nicht so lange von ihrem Chef irgendwie, im Grunde lenken lässt. Also ich hätte mir das einfach, diese Wendung, ein bisschen früher gewünscht, sodass man mit Hannah noch so ein bisschen mitgehen kann. Und natürlich geht es ja dann darum, auch da entgegenzuwirken und der Buchhandlung zu helfen. Und das hätte für meine Begrifflichkeit ein bisschen früher anfangen können. Denn so war Hannah zwar schon ein netter Charakter, aber wir hatten ja immer im Hinterkopf, was ihr Auftrag ist und wofür sie da ist und was sie eigentlich hier macht. Und das macht so ein bisschen die Bindung tatsächlich kaputt, was ich ein bisschen schade fand. Aber es ist wirklich eine wunderbare Geschichte, wenn man davon absieht, wirklich fast perfekt, wunderbar winterlich, weihnachtlich und mit Büchern kann man uns Büchernerds ja sowieso immer begeistern. Und mir hat die Geschichte trotz ja, den Punkt sozusagen mit Hannah richtig, richtig gut gefallen. Jetzt kommen wir beim neunten Buch zu einem
nicht Weihnachtsbuch, denn ich war so ein bisschen ja kränklich. Ich lag ja wirklich 4 Tage nur im Bett und habe dann danach so ein bisschen angefangen, Hörbuch zu hören. Und zwar Herr Boning geht baden von Wiegald Boning. Und das war wirklich mein Highlight im Dezember. Ich habe von Wiegald Boning schon Lauf, Wiegald, Lauf gehört und habe den Fußgänger auf meiner Wunschliste. Und er selbst spricht auch dieses Hörbuch, was es natürlich wahnsinnig authentisch macht und echt macht und man eben sich genau Wiegald in diesen Situationen vorstellen kann. Ich folge ihm auch schon seit Lauf, Wiegald, Lauf auf Instagram, habe eben von dieser Aktion auch schon was mitbekommen, dass er eben hier jeden Tag schwimmen geht und habe mich jetzt gefreut, das Hörbuch zu hören. Ja, eigentlich fängt, glaube ich, alles an, dass Wiegald Boning Schmerzen in der Schulter hat und merkt recht schnell, dass ihm Schwimmen dabei hilft. Und so macht er daraus eben eine Challenge für sich und er will täglich für das ganze nächste Jahr ins Wasser steigen. Und es ist egal, wo er ist, welche Jahreszeit es ist, wie das Wetter ist, wie es ihm geht. Jeden Tag soll es für eine gewisse Zeit ins Wasser gehen. Und es war für mich ein Highlight. Also es war unterhaltsam, es war unfassbar spannend, hat Spaß gemacht, es hat einen ganz besonderen Humor und ich fand es toll, was Wiegald Boning uns hier über ein Jahr Schwimmen erzählt. Es ist sympathisch, authentisch, es ist zum Schmunzeln, man merkt sehr oft seinen inneren Schweinehund, den er bekämpfen muss. Und auch wenn ich selbst dem Schwimmen sehr viel abgewinnen kann, also ich bin eine große Schwimmerin, ich gehe gerne ins Wasser, egal ob schwimmen, schnorcheln, tauchen, was auch immer, das Wasser ist definitiv mein Element und das habe ich hier auch absolut von Wiegald Boning gespürt. Ich konnte seine Faszination nachvollziehen, auch wenn ich nicht in eine Themse steigen würde oder in irgendeinen verdreckten Bach, aber ich konnte die Faszination Wasser nachvollziehen und er hat das so, so toll rübergebracht. Es ist super spannend zu lesen, was seine tägliche Motivation ist, wie er das angeht, wie es oftmals so von ganz alleine geht, aber er manchmal sich wirklich so einen Schubs geben muss und er uns eben auch nicht nur von den tollen Tagen erzählt, sondern auch von Tagen, an denen ja wirklich mit seinem Schweinehund kämpft, mit dem Gedanken, na ja, das ist ja dann auch nur ein Tag und es ist ja nicht schlimm und ich fühle mich heute nicht, es sind viel andere Dinge zu tun und es gehört ganz, ganz viel Durchhaltevermögen dazu und das hat er hier wirklich bewiesen. Nebenbei erfahren wir natürlich auch ein bisschen was Privates und auch Berufliches, was er in diesem Jahr gemacht hat, auch welchen Herausforderungen er sich stellt, sodass er dann nochmal Papa wurde und ja, das fand ich richtig spannend zu lesen und hat auch Spaß gemacht. Es gibt ganz verschiedene Gewässer, in denen er unterwegs ist, also wirklich von Seen über Meere, über Bäche, über Flüsse, dann eben auch in England in der Themse. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Sein Humor trifft genau meinen Lach-Schmunzel-Nerv sozusagen und ich hatte wirklich viele Schmunzelmomente. Es hat mir richtig Spaß gemacht, ihm zu folgen und auch diese kleinen Motivationsimpulse zu bekommen. Also wirklich richtig, richtig toll. Großes Highlight. Wahnsinnig gut gesprochen. Es hat sich einfach echt und authentisch angefühlt und man fiebert so mit ihm irgendwie mit, also nicht wie in einem Spannungskrimi-Thriller-Roman, aber natürlich so, wird er es schaffen, wie wird er sich motivieren, wie geht die Umgebung damit um, was sagen so seine ganzen Schwimmfreunde, Feinde und das hat mir großen Spaß gemacht. Also richtig, richtig tolles Hörbuch, hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich glaube jetzt, der Fußgänger muss dann auch ganz bald in diesem Jahr bei mir einziehen. Dann, das vorletzte Buch ist auch wieder weihnachtlich, All I Want for Christmas von Julia K. Stein, eine Weihnachtsromance in Manhattan. Und ich würde gerne das Weihnachten und das Christmas hier streichen, das kann ich schon damals, kann ich dann schon mal sagen. Ja, das ist, hat mich damals angesprochen, dass es eben in Manhattan spielt und ich fand auch das Cover richtig schön gestaltet. Und hatte noch nichts, soweit ich weiß, von Julia K. Stein auch gelesen. Wir treffen auf die durchgeplante Studentin Pippa, die Trauzeugin von ihrer besten Freundin wird. Sie plant die Hochzeit ganz wunderbar, in jedes Detail ist da voll mit dabei. Allerdings steht ihr Hunter im Weg, denn dieser ist der Sohn eines bekannten Rockstars. Und ja, der wird von der Presse förmlich gejagt und verfolgt. Und er ist eben der beste Freund des Bräutigams. Beide merken ja aber doch recht schnell, dass das Brautpaar eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Also wieso die überhaupt heiraten, wird für sie überhaupt nicht nachvollziehbar. Und so möchten sie diese Hochzeit eigentlich verhindern. Auch wenn sich beide anfangs nicht so richtig gut verstehen, sind sie sich da scheinbar recht einig. Es kommt natürlich dann auch zu einer Annäherung der beiden, was natürlich auch Probleme mit sich bringt und
Ja, also ich muss sagen, ich hatte so 2, 3 Momente, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich dieses Buch beende, ob ich es weiterlese. Es hatte gefühlt gar nichts Weihnachtliches. Es waren wahnsinnig viele Klischees. Es gab wenig Neues. Es war sehr schade, wie diese Geschichte erzählt wurde. Ich hatte definitiv mehr erwartet und der Stil war durchweg ja schon angenehm und modern und lesbar. War auch nicht so richtig langweilig, aber ich bin einfach kein Freund des Ausschöpfens aller Klischees und das ist hier definitiv passiert. Ja, der Schreibstil war schon gut zu lesen. Es war auch ein winterliches New York zu spüren, aber die Weihnachtsstimmung, also hier steht zweimal Christmas, Weihnachten drauf, da habe ich überhaupt nichts von mitbekommen. Also diese Hochzeit hätte auch zu jeder anderen Zeit stattfinden können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Ich wollte diese Geschichte wirklich mögen, aber voller Klischees und Kommunikationsprobleme. Und ich kann es einfach nicht mehr lesen. Ich habe so, es steht mir hier, diese ständigen Kommunikationsprobleme. Und ja, unsere Welt besteht aus Kommunikationsschwierigkeiten. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Es gäbe viel weniger Konflikte, würden die Leute einfach miteinander sprechen. Aber ich fand das nur anstrengend. Ich fand das so anstrengend. Ich hätte beide ständig am liebsten mal geschüttelt und wären das Freunde in meinem Freundesbekanntenkreis, hätte ich mal gesagt, ach, wollt ihr nicht mal miteinander ordentlich über irgendwas reden? Ich fand das sehr anstrengend, sehr nervig und das hat mir so ein bisschen die Stimmung auch kaputt gemacht. Ich habe die Probleme der Charaktere überhaupt nicht verstanden. Es war überhaupt nicht nachvollziehbar, dass sie eigentlich ihre eigenen Klischees loswerden wollten, dann aber immer totales Klischeedenken beim anderen angewendet haben. Und ich denke, na, wenn du selbst so intolerant bist, wie kannst du denn eigentlich Toleranz und Andersdenken oder Schubladendenken entfernen, war kein gutes Deutsch, dann eigentlich erwarten. Und ach, das, ja, auch wie über das Brautpaar gedacht wurde. Ich verstehe nicht, wie sie darauf kommen, dass sie das besser beurteilen können als das Brautpaar selbst. Und warum spricht keiner mit dem Brautpaar? Also warum gehe ich als beste Freundin nicht hin und sage zu der Braut mal, hey, du bist meine beste Freundin, ich habe so das Gefühl, ihr beiden passt nicht zusammen. Lass uns mal irgendwie drüber sprechen, wenn die Braut das möchte. Ich meine, ja, manchmal ist man blind in einer Beziehung und würde es nicht merken. Aber dann brauche ich natürlich auch eine Freundin, auf die ich mich verlassen kann. Und wenn ich die schon zu meiner Hochzeitsplanerin, Brautjungfer mache, dann erwarte ich doch, dass da Ehrlichkeit ist. Und ach, ich fand das einfach nur anstrengend und nervig. Die Charaktere blieben sehr klischeemäßig, sehr blass. Ich habe auch bis zum Ende darauf gewartet, dass irgendwie eine Veränderung stattfindet, dass da irgendwie Sympathie durchkommt, dass da auch mal Weihnachtliches passiert. Also wenn wir hier das Buch mit dem Weihnachtshotel als Highlight hatten, war das definitiv mein Weihnachtsflop. Und ich war nach Weihnachten noch sehr geduldig, ist so mein Gefühl. sodass ich dieses Buch tatsächlich beendet habe, ihm aber ja nicht sehr viele Sterne geben kann. Also für mich definitiv keine Empfehlung. Und in meinem 11. und letzten Buch ging es dann nach Island und zwar Winterglück auf dem kleinen Pferdehof in Island von Christiane Lind. Und hinter Christiane Lind steckt ja auch Kara Lindon, also habe ich von der Autorin in diesem Monat 2 Bücher gelesen. Auch hier haben wir natürlich das Weihnachts-Winter-Motto und da mir eben die Cornwall-Reihe so gut gefallen hat, war ich sehr happy, als mir dieses Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Und ich weiß aus meinem Neuzugänge-Video, da schon einige gesagt haben, dass auf dem Cover wohl keine Island-Pferde zu sehen sind. Ich als totaler Pferdeunwissende, also ich kenne auch keine Hunderassen, obwohl mich ständig Leute fragen, was ist denn das für eine Rasse? Und ich so denke, es ist halt ein Hund. Keine Ahnung. Also vor allem, weil in einem Tierschutzmischling ja sowieso alles drin sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch nicht die erste Frage, die ich andere Hundebesitzer irgendwie fragen würde. Das ist mir nämlich total egal. Und so ist es tatsächlich auch bei den Pferden. Also ich hatte ja noch vermutet, dass es vielleicht einen Sinn ergibt, warum da vielleicht nicht Islandpferde auf dem Cover sind. Ich kann so viel sagen, nein, es macht keinen Sinn, weil wir in der Geschichte auch erfahren, dass, glaube ich, gar keine fremden Pferde nach Island dürfen und wenn ein Islandpferd mal außerhalb Islands war, es auch gar nicht mehr einreisen darf. Also von daher war meine Vermutung, dass es irgendwas mit geretteten Pferden auf sich hat, einfach falsch, aber ich kann darüber hinwegsehen, weil ich tatsächlich dann erst während der Geschichte so ein bisschen rumgegoogelt habe, wie sehen denn Islandpferde überhaupt aus und ja, jetzt wenn ich sehr streng bin, würde ich sagen, ja, es sind tatsächlich keine Islandpferde, aber
Mir hat das Cover gefallen und es geht nach Island und mir ist ganz egal, welches Pferd da vorne auf dem Cover drauf ist. Ja, es ist bestimmt nicht authentisch, wenn es um Islandpferde geht, aber da bin ich jetzt tatsächlich nicht so streng. Aber das nur so vorneweg. Ja, wir treffen auf Laura, die gerade ihre Tochter nach Neuseeland, glaube ich, gebracht hat. Sie hat dort ein Auslandsreise-Arbeitsjahr antritt und ihr Mann sich ein bisschen komisch verhält und dann eben auch kurz vor Weihnachten und auch Lauras Geburtstag die Bombe platzen lässt, dass er eine neue Freundin hat und sich von ihr trennt. Und sie so ein bisschen hin und her überlegt, denn sie wollte eigentlich Weihnachten nach Island fliegen. Und das ist ein großer Traum von ihr, aber auch von ihrer verstorbenen Mutter gewesen. Und sie hadert so ein bisschen mit sich, spricht sich dann mit ihrer besten Freundin ab und reist dann ganz alleine nach Island. Sie möchte da auf diesen besagten Pferdehof und kommt dann eben auch an, trifft da auf einen sehr krummeligen Mann, auf Christian, der nicht so den nettesten, sympathischen, gastfreundlichsten Eindruck zu Beginn macht, der sie dann auch auf den Pferdehof bringt. Dann erfährt sie auch, dass sie im Grunde der einzige Gast ist und Christian sich dann aber ab Tag 2 wirklich sehr bemüht, dass sie sich bei ihm wohlfühlt. Also es gibt wunderbare Reitausflüge, es gibt leckeres Essen und es wird hier tatsächlich auch sehr wunderbar dargestellt, wie man damit umgehen kann, wenn man denn eine Vegetarierin zu Gast hat. Also das möchte ich wirklich dann auch positiv noch erwähnen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, beide machen Ausflüge, es treffen auch immer mal wieder Nachbarn von Christian ein und uns erzählt Laura natürlich auch so ein bisschen die Vergangenheit ihrer Mutter, die vor kurzem verstorben ist. Und auch Christian hat so ein bisschen etwas aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Und wir erfahren eben so ein bisschen was von den Träumen und Polarlichtern und der Mentalität in Island und sind da ganz wunderbar unterwegs. Es war wirklich eine wunderbare Geschichte über Neuanfänge, über die Vergangenheit, über auch einfach mal das Scheitern annehmen und auch einfach so diesen positiven Zukunftsblick. Und auch Island, war wirklich richtig, richtig toll. Jetzt bin ich überhaupt kein Schneefreund und würde wahrscheinlich nur sehr bedingt freiwillig im Winter nach Island reisen. Aber man muss echt sagen, dass Christiane Lind mir hier große Freude bereitet hat, mich in dieses Island mitzunehmen. Also der Schreibstil von ihr ist hier auch wieder bombastisch gut. Er ist locker, leicht und einfach wahnsinnig bildhaft. Also man ist hier bei den Reitausflügen mit dabei, man sieht im Grunde den Pferdehof, die Pferde, die Stallungen, dann natürlich auch, wenn es in die heißen Quellen geht, wenn wir auch in der nächsten größeren Stadt unterwegs sind, die Nachbarn, ich habe das bildlich vor mir gesehen, das ist wirklich ein Film abgelaufen, das fand ich richtig, richtig toll. Sie schafft es sehr locker und leicht zu sein, aber in den etwas emotionaleren Themen durchaus auch tiefgründig zu sein. Also was die Trennung natürlich von ihrem Mann angeht, was den Tod der Mutter angeht, das war sehr einfühlsam erzählt. Ich habe mich da persönlich sehr oft wiedererkannt. Ich hatte nicht mit diesem schweren Trauerthema gerechnet, vor allem weil ja auch die Trauer über meinen Verlust von meiner Mama noch sehr nah ist und ich das nicht an allen Tagen auch so könnte. Ich habe mich aber tatsächlich in Laura sehr oft wiedergesehen. Also zum Beispiel waren ja auch die Malediven ein großer Traum von meiner Mama und mir. Und den habe ich mir ja im Januar 23 auch erfüllt, auch mit vielem Gehader. Fliege ich mit einer Freundin? Fliege ich alleine? Ist das wirklich noch mein Traum? War das nicht unser Traum? Da gab es viele Gedanken und ich konnte da Laura sehr gut nachvollziehen, weil man sich diese Fragen, glaube ich, tatsächlich stellt, ob was vielleicht auch mit dem Partner, wenn man verheiratet war und hatte einen Traum und lässt sich scheiden und trennt sich, ist das dann noch der eigene Traum? Oder das ist ja wie mit dem Freundeskreis, ne? Sind das deine Freunde, meine Freunde? Ach nee, eigentlich waren es unsere Freunde. Also ich konnte das richtig gut nachvollziehen. Ich fand toll, wie Christiane Lind das hier auch umgesetzt hat, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, ohne zu traurig zu werden, zu emotional, hat sie es trotzdem richtig respektvoll und gut gemacht. Das fand ich richtig schön. Und das hat mir richtig gut gefallen. Island kommt in der Geschichte richtig gut zur Geltung. Wir hatten viel Schnee, Gemütlichkeit in der Dunkelheit. Wir haben das isländische Volk richtig toll kennengelernt. Es gab wunderbare Ausritte mit den Feinheiten der Pferde und der Erklärungen. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Stadtleben gehabt und wir hatten Polarlichter und es war richtig schön. Also ich glaube, zu diesem Pferdehof würde ich jetzt, wenn wir das Reiten vielleicht weglassen könnten, wäre ich auch mit dabei. Also wenn wir vielleicht die Ausritte ohne Pferd machen könnten, einfach nur so wandern, dann wäre das eher meins. Wobei
ja, da auch gesagt wird, 4-5 Stunden Licht am Tag. Also ich kämpfe ja hier schon mit dem wenigen Licht. Ich glaube, das wäre noch weniger meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Herzlichkeit der Menschen hat mir ebenfalls richtig gut gefallen. Und ich habe ja, glaube schon so 4-5 Bücher rund um Island, also ne, irgendwie gelesen. Und das wird in allen Büchern immer wieder dargestellt. Und ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, wie toll diese Menschen dort sind. Was das für ein Miteinander ist, wie tolerant diese Menschen sind und wie sie eben auch ja eigentlich mit der Natur umgehen. Denn die Natur ist nicht der Feind, das wird uns hier auch ganz wunderbar erzählt, sondern eben schon eine Herausforderung. Und ja, zudem fand ich auch einfach die Toleranz, die gezeigt wurde gegenüber Laura, die Vegetarierin ist, fand ich richtig toll. Dass das hier so selbstverständlich eingeflochten wurde, dass auch mal gefragt wird, ob es okay ist, dass man neben ihr Fleisch isst oder ob sie das auch schon anwidert. Das fand ich richtig gut gemacht, ohne dass es zu aufdringlich war. Also ich glaube, einem Nicht-Vegetarier fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, aber so einen Umgang wünsche ich mir von sehr vielen Menschen. Nicht in meinem Freundesbekanntenkreis, da erlebe ich das, aber ich fand das richtig schön, wie das so eingeflossen ist und wie toll das gemacht wird. Es gab zudem wirklich sehr schöne und authentische Dialoge und auch so eine schöne Freundschafts-Liebesgeschichte, die mir richtig gut gefallen hat. Es gibt aber so ein großes Aber in dieser Geschichte, und zwar sind das so zwei unlogische Dinge, die für mich passiert sind. Zum einen, dass ihre Freundin ganz unerwartet auf einmal in Island auftaucht und dann tatsächlich ihr Noch-Ehemann einfach so in Island auf diesem Pferdehof auftaucht. Und ich glaube, hätte Laura in München gewohnt und hätte in Hamburg einen Urlaub gemacht, hätte ich es vielleicht irgendwie noch glauben können. Aber dass einfach mal so zwei Leute einfach mal so von Deutschland nach Island fliegen, das fand ich sehr schwierig. Vor allem, weil sie ja mit ihrer Freundin sehr viel auch in Kontakt stand, über das Handy natürlich, und sie viel telefoniert haben, sich geschrieben haben. Ich fand es nicht so, dass ihre Freundin jetzt unbedingt hätte kommen müssen. Zudem dann auch so eine eigene Geschichte sich da auftat und ich dachte, oh, das ist jetzt ein bisschen viel des Guten. Und auch das mit dem Nochmann, nein, das fand ich, also ja, sein Verhalten war vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar, aber dass er da nach Island fliegt, das war mir einfach zu viel. Also auch rein ökologisch und nachhaltig muss man da, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, aber das verstehe ich, das war nicht so ganz meins. Also ja, zudem hätte ich mir gewünscht, dass die Geschichte nicht da endet, wo sie endet, sondern wir noch ein bisschen mehr Zeit sozusagen mit dem Liebespaar bekommen und nicht an den Anfängen der Liebesgeschichte sozusagen aufgehört wird. Also ja, fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber sonst auch eine wunderbare winterliche, weihnachtliche Geschichte mit wirklich einem tollen Charakter. Also Laura fand ich richtig toll. Ich mochte auch Christian, ich mochte die Nachbarn. Und da hatte ich wirklich großen Spaß. Ich habe hier auch ein Zitat mir mit rausgeschrieben. Ich empfehle, mit dem Herzen zu reisen, die überraschenden Wege und Geschenke, die man annehmen sollte. Das fand ich richtig schön, denn ich glaube, dass das tatsächlich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ja, das waren sie jetzt, die 11 Bücher im Dezember. Es war sehr winterlich und weihnachtlich. Nicht alles waren Highlights. Ich glaube einfach, ich muss manchmal noch ein bisschen früher mich dazu entschließen, Bücher abzubrechen, wenn ich das Gefühl habe, es werden nur so okay Bücher. Klar sind 3 Sterne für ein okay Buch auch nicht schlecht, aber zum Beispiel bei dem Buch von Julia Karstein, All I Want for Christmas, ich glaube, vielleicht hätte ich einfach so bei dem ersten oder zweiten überlegenen Gedanken einfach schon sagen müssen, ach, und hätte dann einfach vielleicht noch ein anderes Buch geschafft, was ich dann mit ins nächste Jahr sozusagen genommen habe. Aber naja, es ist manchmal, wie es ist, und manchmal möchte man Büchern ja auch einfach eine größere Chance geben. Habt ihr im Dezember Weihnachts- und Winterbücher gelesen? Lest ihr auch im Januar noch Weihnachtsgeschichten? Das könnt ihr mir natürlich, oder habt ihr dann gelesen, könnt ihr mir natürlich gerne auch in die Kommentare mit reinschreiben, ob ihr Weihnachtsbuch-Highlight-Tipps habt, denn auch das nächste Weihnachten ist ja schon gar nicht mehr so lange und man kann ja nie früh genug anfangen, sich mit Weihnachtsbüchern einzudecken. Und ich hoffe, dass euch mein Büchermonat jetzt gefallen hat, auch wenn er natürlich schon sehr winterweihnachtlich war, aber es ist halt der Dezember-Monat. Wann sonst liest man Weihnachtsbücher? Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.